Löwenzahn. Das duftet. Der Geruch erinnert mich irgendwie an die Sonntage bei meiner Oma, bei Kaffee und ihrem selbstgebackenen Kuchen. Ist ja ein Ding. Manchmal rieche ich was und denk an was ganz Bestimmtes. Bei Bratwurst, an das letzte Straßenfest oder wenn ich Kamillentee rieche, an meine letzte Erkältung. Ja. An was du denkst, das kann ich mir vorstellen. Aber Kuchen ist leider nichts für Hunde. Tja, obwohl der ganze Kuchen für mich allein ja vielleicht doch ein bisschen viel ist. Aber ich kenne dann noch ein anderes Schleckermaul und dem bringe ich jetzt was mit. Jasmin! Augen zu, riech mal. An was erinnert dich das? An nichts. Oh, sieht ja lecker aus. Aber mit meiner verstopften Nase rieche ich rein gar nicht. Gesundheit. Danke. Aber Essen geht doch wohl noch, oder? Aber es schmeckt auch nicht. Das ist ja ein Ding. Jasmin, warte doch mal. Wir machen mal einen Test. Komm noch mal näher. So, Augen zu. Mund auf. Ein Agiergummi. Echt, ich schmecke überhaupt nichts. Aber ich weiß schon, doof, das Riechen und Schmecken so... Irgendwie zusammenhängen, ja, du Ärmste. Na, endlich. Hallo. Hallo. Ein Esspapier, 3 saure Pommes und 2 Schlümpfe, bitte. Mhm. $0.50, bitte. Danke. Tschüss. Na, der hat es aber eilig. Wahrscheinlich aus Angst, dich anzustecken. Nee, das geht schon lange so. Ich bin froh, dass Tom überhaupt noch kommt. Es ist wie verhext. Der Kiosk läuft überhaupt nicht mehr. So schlimm war es noch. Was ist denn los? Jasmin, dein Kiosk stinkt. Wirklich? Mann, ich riech nicht. Ja, das riecht irgendwie nach faulen Eiern. Was? Kein Wunder, dass die Kunden alle weglaufen. Tja, ist ja wirklich ein Ding, dass die Nase manchmal so empfindlich reagiert. Doch woran liegt das wohl? Mal nachsehen. Ah ja, hier, an den Riechzellen in der Nasenschleimhaut. Die Fläche ist nur so groß wie eine Briefmarke und sitzt etwa hier. Duftstoffe von Erdbeeren, altem Leder, Klebstoff oder Spaghetti mit Tomatensauce gelangen mit der Atemluft in die Nase und zu den Riechzellen. Berührt der Duftstoff eine Riechzelle, löst er einen elektrischen Reiz aus. Je nach Geruch mal stärker oder mal schwächer. Mit den Riechnerven wird der elektrische Reiz zum Gehirn weitergeleitet, zum Riechzentrum. Alles, was wir mal geschnuppert haben, ob schöne Gerüche oder unangenehme, wird dort gespeichert. So erkennen wir sofort am Geruch, ob etwas schmeckt oder nicht. Und der hier scheint keinen Käse zu mögen. Riechen ist halt Geschmackssache. Das Riechgedächtnis reicht sehr lange Zeit zurück. Sein ganzes Leben kann man sich noch genau daran erinnern, wie gut der Sonntagskuchen bei der Oma früher gerochen hat. Aber unser Riechzentrum ist auch eine prima Alarmanlage. Wir erkennen sofort, ob zum Beispiel etwas verbrennt. Vorsicht! Nein! Ah, nicht mit den Händen! Utsch! Aua! Und Geruch schützt uns davor, eklige und ungenießbare Dinge zu essen oder zu trinken. Etwa saure Milch. Gut, dass unsere Nasen so empfindlich sind. Ob groß oder klein, riechen können alle gleich gut. Aber was will uns der Geruch in deinem Kiosk sagen? Das wüsste ich auch gerne. Dass ich Großputz machen soll vielleicht?
Aber hab ich doch gerade. Naja, aber vielleicht ist irgendwas runtergefallen und schimmelt in einer Ecke vor sich hin, sodass die Nasen der Kunden sagen, Achtung, Gefahr im Verzug und nichts wie weg von hier. Na dann mal los. Wie dann mal los? Großputz. Ich hoffe, du riechst jetzt genauso wenig wie ich. Ach so, na gut, Großputz. Wollen wir mal. Du, ich riech nichts mehr. Oh je, habe ich dich etwa angesteckt? Nein. Ich meine, ich kann nichts mehr riechen. Dein Kiosk duftet wieder 1A. Wirklich? Bist du ganz sicher? Da kommt schon eine Testperson. Oh. Guten Tag. Was darf's denn sein? 3 Lakritzschnecken für meine kleine Nichte. Gerne. Für die kleine Nichte, natürlich. Wir machen es heute mal so. Wir putzen nämlich gerade. Danke. Tschüss. So, der Gestank vertreibt meine Kunden jetzt nicht mehr. Ja, Problem erkannt, Gestank verbannt. Na dann. Ach, Fritz. Hm? Vielen Dank. Und Hundekuchen für Keks. Oh, Hundekuchen, der wird sich freuen. Ach, apropos Kuchen. Den Kuchen lasse ich dir hier. Den kannst du ja essen, wenn du wieder riechen kannst. Und wenn dir der schmeckt, dann gibt's Nachschub. Danke. Also, tschüss. Tschüss. Ja, Keks, ich weiß. Lavendel riecht anders. Aber da kenne ich noch einen Trick. Habe ich auch von meiner Oma. So. Das riecht nämlich stärker als, naja. Nanu. Hallo, Jasmin. Fritz, es stinkt. Wie denn? Wo denn? Nach faulen Eiern. Na, bei mir am Kiosk. Nach faulen Eiern? Die Kunden dreht schon wieder ab. Nur Tom war eben noch mal ganz kurz hier, um mir zu sagen, dass er seine Süßigkeiten jetzt woanders kauft. Er sagt, es stinkt so eklig bei mir, dass er danach stundenlang keine Schokolade mehr essen kann. Jasmin, ich weiß, wie wir das mit dem Gestank an deinem Kiosk in den Griff kriegen. Beeil dich. Ich sag nur eins. Gerüche übertünchen. So wie eben mit dem Streichholz. Das haben die früher fast alle so gemacht. Schon die alten Ägypter schätzten feine Düfte. Vor über 5000 Jahren ehrten sie ihre Götter mit duftenden Ölen. Es roch nach Zimt und Orangen. Fast wie Weihnachten. Ein paar tausend Jahre später brachten die Phönizier solche Duftöle nach Europa. Kein billiges Vergnügen. So konnten sich nur die Reichen die edlen Düfte leisten. Sie ließen sich damit einreiben. Von wegen stinkreich. Die Araber und Perser hatten eine dufte Idee. Sie kochten zentnerweise Rosenblüten in einem Destillierkolben und heraus kam ein winziges Fläschchen Rosenduft. Plups. Mit ein paar Tropfen Alkohol wurde der Duft haltbar gemacht und das erste Parfüm war erfunden. Das feine Duftwasser wurde bald in der ganzen Welt beliebt. Im Mittelalter konnten die Fürsten und Könige nicht genug davon kriegen. Kein Wunder. Denn Europa stank damals wie ein Plumpsklo. Den Hausmüll warf jeder auf die Straße und das WC war noch nicht erfunden. Auf Jahrmärkten gab
gab es damals sogar Kunstfurzer, die Melodien pupsen konnten. Ungefähr vor 150 Jahren machte in England ein Forscher ein Experiment. Und er fand das erste künstliche Parfüm. Das war viel billiger und roch fast genauso gut. Und heute? Der Müll liegt nicht mehr auf der Straße und jede Wohnung hat ein Bad mit Toilette, sodass es gar nicht mehr so leicht stinkt. Ups. Trotzdem möchten viele Menschen besser riechen und Parfüms sind nach wie vor beliebt. Aus diesen Zutaten will ich es herstellen, das UFFKP, das ultimative Fritz-Fuchs-Kiosk-Parfum. Hm? Alles zusammen in den Topf. Destillieren, wie der Fachmann zu sagen pflegt. So. Und dann den Wasserdampf auffangen. Das mache ich mit Hilfe einer Glasscheibe. So, abdecken, einen Moment warten und dann kondensiert das Wasser mit dem Geruch. Ja, funktioniert schon. So. Ist nicht viel, aber dafür riecht es wahrscheinlich ganz stark. Das riecht noch gar nichts. Keks, riech mal. Riech mal. Nee, das, Ich muss was anderes ausprobieren. Am besten, ich erhitze die Süßigkeiten direkt in der Flamme. Nee, so geht das nicht. Das Duft herstellen ist doch eine Kunst für sich. So wie das aussieht, da brauche ich einen Fachmann für mein UFFKP. Na, Keks? Kommst du mit? Na gut. So viele verschiedene Düfte. Der Geruch benebelt einen ja richtig. Ja, Hyazinthe ist sehr intensiv. Oh, Entschuldigung. Willi Lohmann, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Fuchs, Fritz Fuchs. Ich hätte gerne einen Duft. Ich finde, Sie riechen herrlich nach sich selbst. So was ist selten heutzutage. Vielleicht ein bisschen viel Zwiebelaroma. Naja, ich hatte gestern... Da könnte eine Spur von Sandelholz helfen. Wo ist mein Sandelholz? Nein, Entschuldigung. Ich brauche keinen Duft für mich, sondern für eine Freundin. Ah, für eine Dame. Wunderbar. Da habe ich hier Jasmin. Woher wissen Sie das? Ach, so wie die Blüten. Ja, eine der intensivsten Düfte, die die Duftwelt zu bieten hat. Man braucht 8 Millionen Einzelblüten, um einen ganzen Lastwagen voll, um einen halben Liter Jasminduft herzustellen. Erstaunlich, oder? Ja, so viele. Tja. Wo kommen denn diese Grunddüfte her? Die schönen Düfte kommen, wie fast alle guten Dinge, aus der Natur. Insekten werden vom Duft der Blüten angezogen, die bestäubt werden wollen. Lavendel vertreibt die Motten. Moschusochsen locken mit einem besonderen Duft ihre Kühe an. Und der Pottwal spuckt große Brocken Ambra aus, ein Grundstoff für Parfüms. Fast alle Duftstoffe werden heute künstlich hergestellt. Chemiker haben tausende verschiedener Düfte im Angebot. Nur in sehr teuren Parfüms nimmt man heute noch Düfte aus der Natur. Zur Herstellung von Rosenöl nimmt man besonders stark duftende Rosensorten und sammelt die Blüten ein. Die kommen in eine Fabrik
wo in großen Destillieranlagen die Blütenblätter ihren Rosenduft abgeben. Das geht mit Hitze und Wasserdampf. Für nur einen einzigen Liter reinstes Rosenöl braucht man etwa 3 Tonnen Blütenblätter. Das riecht dann aber so gut, dass einem fast schwindelig wird. Man kann den Rosenduft auch mit Fett aus den Blättern ziehen, aber das macht genauso viel Arbeit. Und übrig bleibt am Ende auch nur ein kleines bisschen Duftöl. Kein Wunder also, dass bei dem Aufwand manche Parfüms sehr teuer sind. Riechen können wir Duftstoffe nur, weil sie sich an der Luft verflüchtigen. Lecker. Dann können Sie also aus Ihren Grunddüften das ultimative Fritz Fuchs Kiosk Parfum brauen, das UFFKP. Es soll süß riechen und köstlich, so ein bisschen nach Rummel und Kindergeburtstag. Also sehr intensiv, interessant. Das ist fast so schwierig wie der Wunsch eines anderen Kunden neulich, der wollte das übelste Stinkeparfüm der Welt haben. So was machen Sie auch? Natürlich nicht. So etwas verstößt gegen meine Berufsehre. Aber spannend war es schon. Ich empfahl ihm eine Komposition aus Schwefel, verbranntem Plastik, Knoblauch, faulen Eiern. Faule Eier? Keine Sorge, für Ihr Anliegen benutze ich nur die leckersten Grunddüfte. Ihr UFFKP bekommt eine Himbeerkopfnote. Das ist der erste Duft, den man bei einem Parfum wahrnimmt. Darunter liegt die Herznote. Die riecht man erst nach einiger Zeit. Kakao. So. Dann kommt die Basisnote, der eigentliche Charakter des Parfums. Aus Sandelholz. Das ist aber... intensiv. Mit Alkohol und etwas Wasser ist es nicht mehr ganz so intensiv und wird haltbar. Das ultimative Fritz Fuchs Kiosk Parfum dank Ihrer Hilfe. Jasmin wird begeistert sein. Nicht wahr? Ach, du riechst ja nichts. Stell dir vor, Vanille trifft auf Kakao und Minze auf Himbeere. Wow. Ich hoffe nur, es kommt nicht zu dicke, dein UFFKP. Ach was, die Kunden werden den Geruch lieben. Und dein Kiosk ist wieder Dufte. Na, hoffentlich. Nicht schlecht. Und dass ich das dahin fahre, kann ja noch ganz andere Parfums kreieren. Zum Beispiel? Apfel, Mandel zum Beispiel, oder? Keks. Vielleicht mag er das Kiosk-Parfum doch nicht. Was denn los? Oh, nee. Nee. Jasmin. Was? Das stinkt schon wieder nach faulen Eiern. Oh, nein. Wenn das so weitergeht, dann kann ich den Kiosk dicht machen. Ja, Keks. Na, aus. Ach, Jasmin, das tut mir leid, aber... Keks hat leider dein Taschentuch. Das ist nicht mein Taschentuch. Nein? Da ist ja Blut drauf. Und das stinkt nach faulen Eiern. Hier. Vielleicht gehört es ja demjenigen, der mit dieser Stinkerei zu tun hat. Wie im Krimi. Der böse Unbekannte. Wer weiß. Vielleicht müssen wir nur den Besitzer dieses Taschentuchs finden. Und dein Stinkeproblem hat sich ein für alle Mal gelöst. Wie jetzt? Und dabei hilft uns... eine der besten Nasen der Welt. Ja. Ob Schnauznase, Nüsternase, Schnüffelnäschen, Katzenstupsnase,
Steckdosennase oder Trompetenrüssel. Beim Riechen macht den Tieren keiner was vor. Ja, der Umgang will gelernt sein mit so Brüssel, mein Kleiner. Nicht auf die Nase treten. Der Ameisenbär erstöbert mit seiner langen Nase seine Beute. Die Ameisen. Die Schlange hat ihre Riechzellen auf beiden Spitzen der Zunge. Mit ihr erriecht und findet sie ihre Beute. Auch Fische haben einen Geruchssinn. Lachse finden zielsicher zum Laichen in den Fluss zurück, in dem sie selbst auf die Welt gekommen sind. Auch wenn sie tausende Kilometer davon entfernt sind. Schmetterlinge riechen, wo es den köstlichen Blütennektar gibt. Die super Hundenasen macht sich der Mensch gerne zunutze. Bei der Jagd, bei der Suche nach Lawinenopfern oder beim Verbrecherfang. So, ja, genau, jetzt so. Na so. Tolle Idee. Keks, die Supernase. Oh. So schön. Das war zwei bunte, zwei gelbe. Was ist denn Keks? Guten Appetit. Ach, sie sind. Ach, Lakritzschnecken für die Nichte. Sehr wohl. Das ist ja ein süßes Hündchen. Ruhig, Keks. Normalerweise mag mein Hündchen jeden. Ach ja, wenn Sie ihn freundlicherweise entfernen könnten, muss ja hier bedienen. Sie haben sich vorgedrängelt. Nein, ich kaufe meine Süßigkeiten woanders. Im Stinke-Kiosk. Ist das von Ihnen? Nein, ist ja viel zu altmodisch. Ruhe! Oh, das stinkt ja wie... Wie im Stinke-Kiosk. Aha. Ich würde sagen, Kopfnote faule Eier. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich meine, dass Sie dieses Düftchen an Jasmins Kiosk versprüht haben, damit die Leute nicht mehr bei ihr, sondern bei Ihnen kaufen. Stecken Sie mal Ihre Nase in Ihre Angelegenheiten. Im Übrigen ist das Versprühen von Düften überhaupt nicht verboten. Also, die Dame, die junge Dame wollte 5 Lakritzschnecken. Nein, danke! Also, Ihre Methoden. Die sind voll fies. Ja. Am besten Sie gehen dahin, wo der Pfeffer wächst. Immer der Nase nach. Ja, Keks. Lecker. Jasmin, Kundschaft. Na, komm hier. Hallo. Stinkt ja gar nicht mehr hier. Im Gegenteil. Ich hoffe nur, dass es in 5 Minuten nicht wieder nach faulen Eiern stinkt. Ich rieche nämlich immer noch nichts. Oh, du Arme. Aber keine Sorge, mit dem ominösen Unbekannten hat sich's ausgestunden. Dank Keks, dem Held des Tages. Ja? Erzähl ich dir später. Du hast ja genug zu tun. Richtig. Bitteschön. Könnte ich 10 Lakritzschnecken bekommen? Na klar. Für Ihre Nichte. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber wir zwei, wir drehen mal wieder eine Runde. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na komm, Keks. Danke, komm. Fritz. Und danke, Keks. Tschüss. 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 Na, hast du es? Kunststück.